solche Fehlentwicklung, die wir seit vielen Jahren beobachten, um sie systematisch anzugehen. Ich will die nicht alle 16 vorstellen, aber ich sage nur einige Punkte, die sehr wichtig sind. Ich glaube, dass alle Geheimdienstabkommen, die geschlossen worden sind in den letzten Jahren zwischen Deutschland und den USA, dass die transparent gemacht werden müssen und dass ein Moratorium auf diese Abkommen gemacht werden muss, sodass sie im Augenblick nicht in Kraft treten. Das wäre ein wichtiger Punkt. Ein weiterer wichtiger Punkt, damit es jetzt nicht nur so eine Sache ist von ein paar Tagen, wäre, dass der Bundestag einen Untersuchungsausschuss einrichtet zum NSA, zur NSA-Überwachung. Alkohol.